Biobauern und Investoren haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Martin Rohler ist beides und investiert über seine Firma GoodShares in nachhaltige Unternehmen. Wir sind heute zu Besuch in seinem Wiener Innenstadtbüro und sprechen mit ihm über Nachhaltigkeit, Jäger und Apotheken. Bis gleich! Du hast Wirtschaft studiert und dann eine Apotheke gegründet. Wie bist du zu den Themen Soziales und Nachhaltigkeit gekommen? Ich habe Wirtschaft studiert, das stimmt, aber ich habe keine Apotheke gegründet. Wir hatten in der Familie eine Pharmafirma, eine kleine, wo eine Apotheke angeschlossen war. Und so bin ich als Wirtschaft in die Apothekensache hineingerutscht, irgendwie schon vor mehr als 20 Jahren. Und habe dann Ende der 90er kam ich darauf, dass Apotheken eine Dienstleistungswüste sind. Und habe dann gemeinsam mit Partnern, die Pharmazeuten gewesen sind, Apotheken gekauft. Und hatte die Apotheke zum Weinberg und die Wasserapotheke in Linz und die St. Charles Apotheke in der Gumpendorfer Straße und so weiter. Und da haben wir halt die Apotheken übernommen, dienstleistungsmäßig ausgerichtet und dann meistens verkauft nach einigen Jahren wieder. Ja. Mit GoodShares investierst du in nachhaltige Unternehmen. Wie schaut euer Investmentfokus genau aus? Unser Investmentfokus, den klar zu definieren, tue ich mir schwer, weil es gibt jetzt keinen Fokus, der auf bestimmte Branchen gerichtet wäre. Ich kam selber drauf und das, vielleicht kann man das am besten als Fokus bezeichnen, dass wir investieren in analoge Projekte. Das passt doch mehr zu meinem Alter. Das, was digital ist, mögen andere machen, da kennen wir uns nicht aus. Das, was wir, glaube ich, gut können, ist mit unserem Know-how und der Expertise Unternehmen zu helfen, die irgendwas tun wollen, wo Menschen direkt interagieren miteinander, ohne dass irgendwie ein digitales Ding dazwischen ist. Welche Faktoren entscheiden über ein Investment oder Nicht-Investment? Da gibt es diesen ganz banalen Spruch, den ihr sicher kennt, People invest in people. Also das ist, kam ich auch drauf, der Fokus Nummer eins. Wenn es ein gutes Projekt gibt, dann schaust du dir mal zuallererst an, die Leute, die dahinter sind, ob und wie sehr die brennen für die Idee, für die Geschäftsidee, die sie haben. Also das ist die Frage Nummer eins, wie brennen sie dafür? Und dann kommt sehr rasch die sogenannte Rüttelstrecke, wo du halt anhand von Businessplänen die unangenehmen Fragen stellst. Und dann beschäftigen wir uns dann sehr damit, wie sehr hat sich der Unternehmer, der ein Projekt macht, wo er uns an Bord haben möchte, wie sehr hat er sich wirklich mit dem Markt beschäftigt. Also das ist eine ganz relevante Geschichte. Wie groß ist die Marktkenntnis und ist er ein First Mover oder ist er der zweite, dritte oder vierte, der was macht? Auch da gefällt uns der Spruch sehr gut, die zweite Maus bekommt den Käse. Du bist ein neuer Investor bei 2 Minuten 2 Millionen. In der Show funktionieren kommerzielle Produkte besonders gut. Was suchst du dort? Ich habe mir überlegt, ich wurde gefragt, ich war dann am Anfang ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig, weil ich prinzipiell für die Sachen, die ich mache, keine mediale Präsenz brauche und auch keine haben will in Wirklichkeit. Habe mir dann die Sendung angeschaut, war mit dem Hans-Peter Haselsteiner Mittagessen und habe mir dann überlegt, dass das eigentlich eine ganz toll gemachte Sendung ist, weil sie junge Leute motiviert, dazu Unternehmer zu werden. Und die Sendung zeigt vor, dass es funktioniert, eine Geschäftsidee zu haben und daraus dann wirklich einen Betrieb zu machen oder ein Projekt zu machen, das sich trägt und das A, ein Produkt auf den Markt bringt, das Menschen was Gutes tut. Und dass man damit auch selber Geld verdienen kann und leben kann. Investoren sagen in der Regel, die besten Geschäftsideen sind die, die Probleme der Gründer selbst lösen. Das sind natürlich selten große gesellschaftliche Probleme. Findest du das nicht ein bisschen kurzsichtig? Ich weiß nicht, wer den Spruch erfunden hat. Ich halte das für einen völligen Holler. Also das,
ist keine Voraussetzung dafür, ein Projekt erfolgreich aufzusetzen, dass man ein eigenes Problem löst, ja, sondern man muss das ist auch, Unternehmertum ist nicht Problemlösertum per se. Ja, das kann auch etwas sein, die Stadtflucht Bergmühle, die sicher eines der Projekte der letzten 5 Jahre ist, die am meisten Wirbel gemacht hat, da wollten wir kein Problem lösen, da wollten wir einfach ein Hetz haben, da wollten wir selber einen Spaß haben und wollten Leuten Spaß bereiten. Ja? Also das ist nicht die Motivation, immer und bei allen Probleme lösen zu müssen. Ja? Abgesehen davon, dass ich den Spruch sehr liebe, jedes Problem ist eine versteckte Chance. Ja? Das ist wiederum sehr richtig, weil das hat sich in meiner letzten Jahr und in meiner Laufbahn herausgestellt, dass wenn du merkst, dass eine Idee, die du hattest, nicht gleich funktioniert und du bist gezwungen, dazu einen Plan B, C oder D zu suchen, dass der Plan C oder D meistens der viel bessere ist als der Plan A. Stimmt das Klischee bei Social Businesses und nachhaltigen Jungunternehmen, dass die Unternehmer vielleicht bei Business Camp-Zahlen eher Traummännlein sind? Das Klischee stimmt generell. Also das ist jetzt nicht nur bezogen auf Social Entrepreneurship, da vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir haben schon oft zu tun damit, dass Leute zu uns kommen und eine tolle Idee haben, wo sie glauben, es sei eine tolle Idee, aber wo wir bei den Gesprächen dann draufkommen, dass über gewisse Basiszahlen oder Basisdinge sehr wenig nachgedacht worden ist. Du bist Investor und gleichzeitig Biobauer. Wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Es ist schwierig. Also ich habe jetzt mich auch durch die Erfindung der Stadtflucht Bergmühle aus dem tatsächlichen Selbstanbauen zurückgezogen, mehr oder weniger. Wir bauen so viel Biogemüse an, dass wir es selbst verwenden können. Wir bauen den Wein selber an, den Bio-Wein selber an, den wir trinken in der Stadtflucht Bergmühle. Aber Ich habe die Bio-Äcker, die das Gut Bergmühle hat, das sind ungefähr 40 Hektar, eben im Norden von Wien, habe ich verpachtet zum größten Teil an benachbarte Biobauern. Also die Tätigkeit als Landwirt habe ich reduziert in der letzten Zeit, vor allem auch, weil die Gutshares durch ihre Ausrichtung und auch durch die Kooperation mit dem ERF so eine Eigendynamik bekommen hat. Was können Startup-Gründer von Bauern lernen? Geduld. Dass es braucht einfach, das ist ganz selten passiert, dass die Geschwindigkeit zwischen Saatkorn pflanzen ja, und erste Pflanze aufgehen und dann ernten können, eine Frucht, die man konsumieren kann, dass das meistens deutlich länger dauert, als man sich erhofft. Dass man einfach auch die Geduld haben muss, abzuwarten und die Geduld haben muss auch, das Pflanzen des Saatkorns in das richtige Zeitfenster zu setzen. Ja. Und auch vielleicht ab und zu überlegen, welche Form des Düngers, abgesehen von rein materiellen, finanziellen Dingen, auch noch notwendig sein könnte.